Insekten gehören ja grundsätzlich zur Naturnahrung vieler Fische, sodass es naheliegt, diese einsetzen zu wollen. Mit dem Projekt wollen wir regional hochwertiges Tierfutter mithilfe von Insektenlarven herstellen. Dabei ist unser Ziel auch, dass wir als Mastfutter für die Insekten soweit möglich organische Reststoffe verwenden, um dieses Insektenprotein möglichst nachhaltig und kosteneffizient herstellen zu können. Mit Insekten haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, hochwertiges Proteinfutter regional bei uns in Bayern herzustellen. Das heißt, wir können dadurch Abhängigkeit von Soja- und Fischmehlimporten reduzieren. Gleichzeitig können sich die Landwirte durch die Eigenproduktion bis zu 30% ihrer Futtermittelkosten einsparen. Wenn wir es aufs Trockenfutter beziehen, ist die Fliegenmadenkomponente als Ersatz für Soja zum Beispiel sehr interessant. Die Ergebnisse im Wachstum, in der Futterverwertung sind ganz ähnlich. Hier am Pilotstandort können wir 1 Tonne Insektenlarven pro Monat produzieren. Wir haben uns für die schwarze Soldatenfliege entschieden, weil sie ein sehr breites Futtermittelspektrum verarbeiten kann. Unser Ziel war es, die Aufzucht der Insektenlarven für den Landwirt so einfach wie möglich zu machen. Die Reproduktion findet zentral bei uns statt. Dann schicken wir dem Landwirt die passende Menge Jungtiere zu. Der Landwirt hat eine automatische Mastanlage von uns. Mit der kann er regionale Reststoffe zu einem Futterbrei anmischen, gibt da die Jungtiere dazu und fährt dann, nachdem das automatisch in Mastboxen verteilt wurde, diese in die Klimakammer. Und nach nur einer Woche kann der Landwirt die Larven ernten. Die Erprobungen mit Fliegenmaden werden an verschiedenen Fischarten durchgeführt, mit Forellen und Saiblingen, andererseits auch mit Welsen und Barschen. Hier geht es zunächst um die Akzeptanz. Da haben wir von Anfang an gute Ergebnisse. Am Ende untersuchen wir vor allem die Fleischqualität, weil uns ja ganz besonders interessiert, wie wirken sich die Insekten oder andere Futterkomponenten auf das Produkt aus? Wie ist es mit dem Nährwert? Wie ist es mit Eiweiß und Fett? Das ist das, was der Verbraucher möchte. Da geht es dann nicht nur um die Menge, sondern auch um die Farbe, um die Textur, also die Festigkeit und am Ende um den Geschmack. Aufs Trockenfutter bezogen kann man es grob sagen, 1 Kilo Trockenfutter ergibt 1 Kilo Fischzuwachs. Mit unserem Konzept kann der Landwirt für ca. 900 bis 1000 Euro 1 Tonne Insektenprotein herstellen, also auf die Trockensubstanz bezogen, und liegt damit deutlich unter dem aktuellen Preis von Fischmehl. Wir denken, dass insektenhaltige Futtermittel eine große Zukunft haben, sodass im Laufe der Zeit hier wirklich ein regionales Ökosystem entstehen kann, wo regionale Reststoffe genutzt werden, durch die Insekten veredelt werden. Und wenn es in diesem Projekt gelingt, mit landwirtschaftlichen Nebenprodukten oder mit Reststoffen oder sogar mit Bioabfall hochwertiges Insektenprotein zu erzeugen, kostengünstig und eben in der Region, dann sehe ich ein großes Potenzial, weil wir dann in der Nähe der Erzeuger Eiweiß herstellen können.